Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stecke in so einem kleinen Dilemma. Alles geht immer kaputt in dieser Werkstatt. Ich rasch noch komplett aus. Samo, was ist denn das für ein Wichs? Und zwar habe ich mir ja vor ein paar Wochen eine neue Drehbank gekauft und die ist auch eigentlich ganz cool. Das ist hier dieses schöne Equipment. Gutes Dreibackenfutter, man kann das Bett rausnehmen hier. Leitzugspindel, ganz, ganz viele Geschwindigkeiten. Also damit kann man schon ziemlich viel anfangen. Aber natürlich bringt die beste Drehbank nichts, wenn sie nicht funktioniert. Was ist denn kaputt? Wir haben hier zunächst mal den Ein- und Ausschalter. Das bedeutet, wir können hiermit das Ganze rechts rumlaufen und wir können das Ganze hiermit links rumlaufen lassen. Den Bettschlitten kann man über diese Schaltstange halt hier langfahren und kann dann immer, egal wo der Bettschlitten sich befindet, die Maschine ein- und ausschalten. Und dieses Teil hier drückt auf dieses Teil hier. Weil wir zwei Drehrichtungen haben, haben wir hier quasi zwei Schalter. Das hier ist der Schalter für den Linkslauf und hier ist normalerweise der Schalter für den Rechtslauf. Aber irgendwas passt hier nicht so, ne? Und zwar kann man es hier so ein bisschen erahnen. Hier ist das Metallteil, was halt später den Kontakt herstellt. Und das ist gebrochen. Bis ich das gefunden habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich mir die Finger gebrochen habe, bis ich dieses Teil da unten drunter rausbekommen habe, damit ich das hier durch Zufall nur erkenne. Ganz viel Potenzial, wieder was zu lernen, haben wir heute durch dieses Projekt. Bei euch ist eine Kladderbarat. Oh Mann, ich hasse das. Runterfalle, dann ist meistens zu spät. Einmal das Teil, was kaputt ist. Und jetzt hier noch was. Hier kann man es noch mal ein bisschen genauer erkennen. Das ist ein ganz dünnes Metallplättchen. Und da oben ist auch noch so ein Pin drauf, damit man richtig den Kontakt herstellen kann, was auch immer. Und das ist hier unten gebrochen. Mehr auch tatsächlich eigentlich nicht, weswegen die Maschine die ganze Zeit still steht. Die Maschine ist tatsächlich auch gar nicht so alt. Die ist erst ein paar 20 Jahre alt. Die ist ungefähr von 2001. Und deswegen habe ich dort einfach mal angerufen und gefragt, ob sie einen Ersatzteil haben. Weil das sind Maschinen von einer großen Firma und normalerweise soll es ja für sowas Ersatz geben. Leider habe ich da nach 3 Wochen die Info bekommen, dass hier so ein blöder Schalter 150 Euro netto plus Versand kostet. Da war sogar ich dann ein bisschen zu geizig und wollte das Ding nicht direkt kaufen, sondern wollte erstmal was ausprobieren. Und genau darum geht es heute, da werde ich dich mit auf den Weg nehmen. Und am Schluss werden wir mal sehen, ob das halt eben funktioniert. Weil der Schalter so extrem teuer ist, habe ich mir überlegt, komm, vielleicht kannst du dieses gebrochene Teil wieder zusammenschweißen oder was auch immer. Und genau aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, alles zu kaufen, um hart löten zu können. Denn das heutige Ziel ist es, dieses gebrochene Teil wieder so hart zu löten, damit es wieder funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre das richtig, richtig cool. Dafür braucht man ein paar Dinge. Ihr werdet alle Links in der Videobeschreibung finden. Und genau. Wenn es funktioniert, ist das ja auch vielleicht für den einen oder anderen was. Und mal schauen mal, was wir hier alles jetzt drin haben. Zunächst einmal haben wir hier Hardlot. Das ist Hardlot mit 55% Silberanteil. Kostet tatsächlich mehr, als ich gedacht habe. Aber das Ganze ist in einem Set gekommen, hier mit ein bisschen Flussmittel. Das braucht er auf jeden Fall. Dann eine geeignete Unterlage. Das ist so eine Keramikplatte. Ein Brenner. Und dann noch ein paar Bürsten, damit wir später die Naht auch so ein bisschen putzen können. Als erstes mal Brenner zusammenbauen. Boah, ist das geil. Da braucht man ja kein Feuerzeug mehr. Boah, das ist schon mal cool. Das ist ja mal, warum habe ich denn das nicht früher gekauft? Ich habe hier so ein paar kleine Blechstücke, da werde ich das jetzt erst einmal ausprobieren. So, für die Leute, die sich fragen, warum mache ich das nicht direkt auf dem Tisch? Das ist relativ simpel. Wir brauchen ungefähr 600 Grad Celsius. Auf unserem Material, damit das Ganze halt eben richtig verschmelzen kann. Und weil Metall die ganze Hitze zu schnell ableiten würde, macht man das auf so einer Lötplatte. Die reflektiert die Hitze und deswegen sollte man das halt eben darauf machen. Dieses Flussmittel brauchen wir übrigens, damit das hart löt. Genau dort, wo wir das Flussmittel draufpacken, damit das dort halt eben sich absetzt und damit es halt eben funktioniert. Wir fangen jetzt erstmal ganz simpel an. Ich habe das jetzt extra nicht vorbereitet, damit ich einfach mal sehe, wie sich das Material so verhält. Und ich werde das jetzt einfach mal probieren, so zusammenzulöten. Also wenn das schon geht, dann bin ich aber ganz schön sprachlos. Das sind zum Beispiel auch mal so Dinge, die hätte ich mir damals echt gewünscht, dass das in der Ausbildung mal gemacht gewesen wäre. Wie gesagt, ich habe Industriemechaniker gelernt, für die Leute, die es nicht wissen. Aber da haben wir nicht einmal das Geschweiß. Also das, was ihr seht, was ich hier mache, das war eigentlich nicht wirklich Bestand der Ausbildung. Genau, Hartlöten. Das hätte ich gerne mal von jemandem gezeigt bekommen, so wirklich vor Ort in der Werkstatt, wo alles da ist, weil es war ja auch eine Ausbildung, wo jemand das richtig kann. Aber das konnte ja keine Sau, ne? Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Keine Ahnung, also ich knall das einfach irgendwie das nur zusammen.
Vielleicht funktioniert es ja. Also, das ist wie gesagt bewusst ein Versuch. Ich teste jetzt hiermit nämlich mal, wie gut die Teile. Gut, ein bisschen können das schon übereinander liegen, ne? So, komm, ich hole mir jetzt immer mal die Zunge. Ist das doch stimmbehaft? Oh Mann, ey. Also, wenn das funktioniert, dann bin ich echt happy. Jetzt brauchen wir ein bisschen Flussmittel. Einmal. So, einmal. Das glaubt dir doch niemand, dass das da funktioniert, oder? Okay. Way. Sag mal, bin ich zu blöd, eine Brenner zu benutzen oder was? Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ach, sag mal. Okay. Ey. Das ging aber ganz schön schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass das Material so schnell heiß wird. Jetzt lassen wir es mal kurz abkühlen und dann schauen wir mal, ob das schon hält. Boah, es hält! Es hält! Ist das geil? Ey, das hält sogar! Es ist... Boah, Mann, ist das geil! Es hält! Es hält! Mehr Stabilität bräuchte ich nicht im Holz. Boah! Ich bin ja vorbereitet. Ey, ich habe alles da, was ich brauche. Ist das eine geile Sache? Komm, ich zeig's euch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell funktionieren würde. Und das ist echt stabil, ne? Wenn man sich überlegt. Das ist nicht mal hier oben an dem L verbunden. Das ist nur unten dieses kleine Futzelstückchen da. Ey, das ist echt stabil. Schauen wir mal, wie stabil. Okay. Probieren wir jetzt mal beim richtigen Schalter aus. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ey, ich will nämlich die blöde Drehbank benutzen und eine Tatlöte eigentlich. So, größte Herausforderung, jetzt erstmal alles sauber machen, ohne dass ich die Teile verliere. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare mit, was ihr Dinge entfettet. Also ich benutze tatsächlich einfach immer Bremsenreiniger. In Videos wird da oft irgendwie Acetylon oder was auch immer benutzt. Aber ich halt immer nur, aber ich benutze halt eben immer nur Bremsenreiniger. Würde mich mal interessieren, was ihr benutzt. So, ey, ich kann danach Tierarzt gehen. Oder keine Ahnung, was Tierarzt sagt. Ja, so geil. So, einmal ein bisschen von der Pompe und zweimal ein bisschen von der Pompe. Oh Gott, Alter, ist das alles. Das nächste Mal lasse ich den Kaffee weg, ey. Das ist ein bisschen zu heiß, Alter. So, bremsen rein da ein bisschen rüber. Samo, was ist denn das für ein Wichs? Oh Gott! Funktioniert's, funktioniert's. Oh mein Gott! Was? So gut? Alter, nee. Das, oh. Das kann doch nie im Leben funktioniert haben. Scheiße, jetzt hab ich's verbohrt. Jetzt ist es nämlich... Oh. Scheiße, es ist jetzt meine Hartlötblatt fest oder was? Es ist noch zusammen. Es ist noch zusammen. Oh, was eine geile Scheiße. Wir hatten das bitte schön erfunden, Hartlöte. Warum ist denn das? Boah, ist das doch toll. Ist das toll. Das Löten hat schon mal funktioniert. Jetzt ein bisschen die Lötstelle putzen. Das ist echt eine richtig tolle Sache. Ich werde jetzt einfach mal probieren, das alles wieder zusammenzubauen. Und dann schauen wir gleich mal, ob das nochmal funktioniert. Also, ey, sagenhaft. Hartlöte ist immer schweinegeil. So.
Okay. Die sind damals auf den Mond geflohen, dann wäre ich jetzt hinkriegen, durch die Schraube darin zu fädeln. Ist das schon genug? Ich probiere das jetzt aus, aber dann mal schön fertig. Zap, zap! Ob es dann knallt, sieh mal dann. Weil die Maschine steht jetzt gleich unter Strom. Alter, ich bin jetzt echt gespannt. Okay, okay. Wow! Ist das geil, es funktioniert wieder. Manometer. So, pass auf, pass auf. Einmal Drehung und jetzt. Boah, lecke. Scheiß auf neuer Schalter, ich flieg den einfach. So, nächstes Problem, beziehungsweise nächste Herausforderung. Ich habe hier jetzt diesen Deckel und mir ist eben aufgefallen, ich habe leider das Gehäuse da so ein bisschen zerschossen. Deswegen schaue ich mal, ob das trotzdem noch hält. Strom ausschalten, wäre mal gut, ne? Was ist das hier? Oh. Kein Wunder, dass das doch kaputt geht. Der trägt ja an der komplett falschen Stelle. Uah. Das ist aber schlecht jetzt. Wenn gar nichts mehr passiert, ist immer schlecht. Die Elektronik an dem Teil, da muss ich erstmal immer verstehen. Das ist doch ein Scheiß. Ich habe ein kleines Problem hier mit diesem Schalter. Das Problem ist nämlich, dass mein Taster, der drückt genau da drauf, wo jetzt diese Hardlötstelle ist. Das hält super gut, nur leider ist die zu steif. Das bedeutet, die kann nicht mehr zurückfedern. Aus dem Grund werde ich jetzt mal versuchen, hier vorne das Hardlöt, wo es nicht gebrochen ist, wieder wegzuschleifen, damit vielleicht die Elastizität wieder zurückkommt. Das sieht aus, als wenn es sehr elastisch ist, aber es muss eigentlich nur hier in diesem halben Zentimeter elastisch sein. Super, super ärgerlich. Dann gehen wir mal aus. So, ich habe den Teil jetzt wieder eingebaut. Und ich habe auch gesehen, dass hier diese Pins, die mussten hier unten drunter gelegt werden. Der bewegt sich mich echt nur minimal. Und jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert, wenn ich hier das Käppchen wieder drauf mache. Ganz wichtig. Das Starteil steuert einen Schütz an, da läuft jetzt nicht 400 Volt drüber. Der große Moment. Oh, es funktioniert nicht. Die Feder ist nämlich stark genug. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße, Alter. Mann, Alter, ey. Nee, das ist doch wieder so eine Challenge, ey. Ich glaube, jetzt habe ich. Das Ding ist, das muss nicht runtergelegt werden, da ist so ein minimaler Schlitz, wo dieses Plättchen drin muss. Und jetzt habe ich hier auch so eine richtige Federwirkung. Das muss ich dir erstmal überlegen. Boah. So, jetzt probieren wir es mal nochmal hier mit dem Kram zusammen zu schrauben. Also jetzt sieht es mal nochmal aus wie vorher, ne? Okay, wenn das jetzt noch reicht, um die Feder wieder hochzudrücken, dann bin ich unschlussglücklich. Halleluja. Halleluja. So, der Schalter funktioniert jetzt erstmal noch. Ich hoffe mal, dass er ganz, ganz lange funktioniert. Aber leider ist das Gehäuse so ein bisschen gebrochen, weswegen wir das auch so ein bisschen flicken müssen. Und zum Glück gibt es da ja guten Sekundenkleber. Und das wird hier hoffentlich ausreichen, wenn wir das hier auch in die Ecken reinlaufen lassen, damit das Gehäuse einigermaßen verschlossen hält. Alles geht immer kaputt in dieser Werkstatt. Ich raste noch komplett aus.
das funktioniert jetzt einfach, habe ich beschlossen, und dann bauen wir es jetzt wieder in. So, das nächste ist es natürlich, den Schalter wieder irgendwie da unten einzubauen. Das war das letzte Mal schon eine absolute Katastrophe, weil das alles viel zu eng ist eigentlich. Wir haben nämlich hier eine Schraube und da noch eine Schraube. Und das muss jetzt da irgendwie nochmal unten drunter. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Jetzt bewegt sich schon wieder. Jetzt ist es schon wieder. Angst, dass wenn nicht alles unten ankommt, dass wieder alles im Arsch ist, ey. Die Maschine läuft endlich wieder. Also ich glaube, oder glauben heißt nicht wissen, ne? Ich würde behaupten, dass sowas überhaupt keinen Sinn macht, wenn man das in einer normalen Werkstatt hat, weil da sind halt einfach diese 4 Stunden, die ich jetzt gebraucht habe, viel zu teuer an Arbeitszeit im Vergleich dann zu diesem Schalter. Aber ich verfolge ja hier mit dieser Werkstatt ein etwas anderes Konzept. Natürlich hätte ich den Schalter einfach kaufen können, aber mein Ziel war ja auch so ein bisschen eine neue Fertigkeit zu erlernen. Denn das ist eine richtig tolle Sache. Jetzt weiß ich in Zukunft und ich habe schon alles da, wenn ich was hart löten möchte. Und das ist einfach eine richtig tolle Sache. Ich kann jeden da draußen nur mal ermuntern, auch wenn es in manchen Fällen nicht so richtig viel Sinn macht, dass man das einfach mal probiert, selbst umzusetzen. Macht nicht bei allen Fällen Sinn, aber in dem Fall habe ich jetzt gelernt, wie man hart lötet. Das ist doch eine total tolle Sache. Und das werde ich auch bestimmt für mein ganzes Leben irgendwann mal wieder gebrauchen können. Ja, ich weiß, ich habe das irgendwie Schrott oder so genannt, das Titel. Und solche Maschinen sind in meinen Augen, wenn sie nicht funktionieren, sie sind auch einfach Schrott. Natürlich sind sie kein Schrott, ne? Sie funktionieren ja nur in der Zeit nicht, aber die verursachen so viel Kopfweh, so viel Recherchearbeit, so viel Zeit, die dann immer wieder kaputt ist. Und wenn man sowieso immer wenig Zeit hat, dann ist es halt einfach nervig. Und das ist so meine persönliche Bezeichnung für solche Maschinen. Grüner Altschrott. Ich will ja unbedingt immer noch irgendwie eine Möglichkeit bauen, um Späne zu Briketts zu pressen. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit gefunden, wie das mit einem Trapezgewinde funktionieren könnte. Abonniere doch deswegen den Kanal, denn das ist ein zukünftiges Projekt, dass ich eine Brikettpresse baue. Deswegen habe ich jetzt nämlich auch mal diese Drehbank repariert, damit ich das Projekt hoffentlich bald auch angehen kann. Hier findest du jetzt noch 2 weitere Videos. Zum Glück ist diese Maschine wieder ganz, ey. Das hat jetzt echt wochenlang hat die da rumgestanden. Das ist mir so auf den Keks gegangen. Jetzt mal ein anderes Video. Gehört aber leider auch dazu. Wenn man alte Maschinen hat, muss man sich um alte Maschinen auch manchmal kümmern. Servus.